Die Flying Dutchman und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich sie gerne hätte fliegen lassen bei einem Aufbau. Ich habe mich zusammengerissen, weil ich möchte mit euch ausprobieren, ob sie schwimmen kann. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Klemmshop. Ich bin der Steinevater und wie gesagt, ich habe euch heute die Flying Dutchman von Moulking mitgebracht. Setnummer ist die 13138. Jo, wir fangen an mit ein paar Randdaten. Und dann gehen wir ans Eingemachte. Also, ich habe mir heute einen kleinen Zettel geschrieben, es sind ein paar Sachen. 3653 Teile. Wir haben im Klemmshop einen Preis von 155 Euro. Macht dann 4 Cent Teilepreis. Und wir haben eine Anleitung mit 376 Bauabschnitten, 191 Seiten. So viel erstmal dazu. Da ist das gute Stück. Auch habe ich euch nochmal hier den Karton. Ich mag die Moulking-Kartons. Ich weiß, mit einem Karton fängt man nicht viel an. Aber die sehen irgendwie toll aus. Also mir gefällt es, wenn ihr so ein Set habt und dann erstmal einen geil gestalteten Karton als allererstes seht, das ist super. Mir gefällt es. Gut, dann messen wir das Schiff aus. Und dann kann man auch schon loslegen, warum sie lieber hätte fliegen sollen. Also, ihr seht das Set, das ist hier auf so einem Display drauf. Ob es dann tatsächlich ohne Display später schwimmt, wir werden sehen. Aber jetzt gehen wir zu den Daten. So, einmal von vorne bis hinten. Gute 80 cm. In der Höhe mit Display. Nur fast 59 cm und die breiteste Stelle ist auch, ja, sag mal, einmal hier unten mit 15 und wenn man mal Segel mit einrechnet oder den Mast, dann sind wir sogar bei 31 cm. Also gewaltiges Set, wunderschöne Farben, mir gefällt diese Farbkombination unglaublich gut. Das hat mir damals auch beim Baumhaus schon so gut gefallen. Da hat man ein bisschen mehr Orange drin, das haben wir hier nicht. Hier haben wir dieses hellere Braun. Oder das, ja, das sehr helle Braun, sage ich mal. Und auf jeden Fall klasse Kombination. Auch die Grüntöne. So, was hat dieses Schiff, was kann dieses Schiff? Also, wie ihr seht, es ist ein Displaymodell. Das heißt, zum Spielen nicht geeignet. Wir haben an diesem Schiff, ich zeige es euch jetzt nochmal von der Seite. Die Seiten sind... die Seiten sind identisch. Einzigster Unterschied ist mal, dass vielleicht da, wo hier eine grüne Paneele ist, hier eine braune ist. Aber das ist ja weiter nicht schlimm. 4, 6, 8, 9. Wir haben 18 große Kanonen in diesem dunkelgrünen. Wahnsinn. Und die sind funktionsfähig. Theoretisch könntet ihr sie benutzen, im eingebauten Zustand natürlich nicht. Und von diesen kleinen Kanonen, die ihr hier seht, da haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 20. Also insgesamt 38 Kanonen plus, ja, mal schauen, ob ich es jetzt hinkriege, ohne dass ich irgendwas abreiße. Wer die Filme gesehen hat, hier vorne ist diese Drillingskanone und zwar zwei Stück, also auf beiden Seiten hinter diesen Klappen. Dieses Set ist sehr detailreich, das schon mal vorweg. Es ist nicht modular aufgebaut. Das heißt, ihr könnt hier jetzt nicht irgendwie Decks abnehmen oder sowas, um dann reinzuschauen. Nichtsdestotrotz, sehr viele Details. Ihr habt hier oben, ich schiebe es nochmal darüber. So, ihr habt hier oben drin, unten drunter habt ihr auch die Orgel, die Davy Jones, quasi in den Filmen benutzt. Hier habt ihr so ein Skelett da oben. Hier hinten, ich zeige euch mal die Rückseite. Habt ihr noch so einen Kraken in Grün hier oben, ja. Ihr habt Stufen, ihr habt Türen, ihr habt Fenster, ihr habt einen Laderaum. Also tatsächlich, oh, da geht's schon los, tatsächlich sehr, sehr detailreich. Und das Ganze, obwohl ihr es eigentlich später nicht seht. Finde ich aber trotzdem cool, weil allein wenn man das aufbaut und weiß, okay, es ist da drin, das gefällt mir persönlich. Es ist ein Dreimaster. Ihr habt ja zweimal die Krähennester, also die aus
Sicht aus Cook, also die Cook-Plattform, ne, also heißen Krähennester. Da oben habt ihr ein Steuerrad, das lässt sich allerdings durch den Bauraum nicht wirklich drehen. Sitzt quasi so drin. Aber jetzt kommen wir dazu, warum ich das Schiff, den fliegenden Holländer, quasi wirklich gerne hätte fliegen lassen. An sich, die Klemmkraft beim Moll King ist ja super. Gibt auch hier keine Probleme. Allerdings die Art und Weise, wie die Sachen miteinander verbunden sind. Ihr fangt an, also dieses Display baut ihr erst zum Schluss. Ihr baut quasi, fangt von unten nach oben an, so baut ihr das Boot auf, das Schiff. Und habt dann relativ am Anfang schon dieses schöne Verzierte hier außenrum, was ihr seht. Da gab es schon die ersten Probleme mit dem Befestigen, weil das einfach nur hier vorne an einem Pinne verbunden ist. Das heißt sehr, sehr wackelig, diese Geschichte. Und da ihr das Boot dann auf dem Tisch stehen habt und ständig aufbaut, drückt der Boden oder drückt quasi das Boot auf den Tisch und das hier unten geht immer nach oben und es fliegt euch ständig ab. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich das da vorne wieder dran gebaut habe. Ich habe es dann irgendwann zum Schluss einfach gesagt, komm, egal, ich lasse es weg. So. Und habe es dann halt erst wieder am Ende hingemacht. Das ist der erste Punkt. Das hat mich schon ein bisschen aufgeregt, aber gut, macht's weg, dann könnt ihr weiterbauen. Zweiter Punkt. Ihr habt ziemlich viele Platten auf den Ebenen verbaut. Mit meiner Meinung nach zu wenig Stützen. Das heißt, ihr kriegt das Problem beim Andrücken dieser Platten, dass euch, ja, entweder wieder irgendwo anders, dass ihr zu fest drücken müsst, um das Ganze zu befestigen. Das heißt, es löst sich wieder auf einer anderen Seite oder ihr könnt gar nicht drücken, weil ihr es einfach den Widerstand nicht habt. Und ihr könnt auch nicht drunter greifen. Also ihr könnt nicht unter diese Deckplatten drunter greifen und dann sagen, jo, ich halte es von unten fest, weil einfach kein Platz da ist. Und das zieht sich leider durch das gesamte Kunstwerk, durch das gesamte Bauwerk hier durch. Und dadurch habt ihr einfach das Problem, dass ihr teilweise die Dinge nicht richtig andrücken könnt, dass ihr die Spalte seht. Also ich habe es überall zwischendrin. Von außen jetzt natürlich nicht so schlimm, aber es ist das gleiche wie mit der Innenausstattung. Man sieht es nicht direkt, aber man weiß, dass es da ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Also man hätte 1-2 Stützen mehr verbauen müssen und dann hätte das Ganze auch wunderbar funktioniert. Aber gut, kann man nicht ändern. Der nächste Punkt ist hier hinten. Dieses kuriose Gebilde. Der hier. Was soll ich sagen? Also meiner Meinung nach ist da in der Bauanleitung ein kleiner Fehler drin. Und zwar, ich mach's nicht ab. Aber hier drunter, da sitzt eine Platte drauf. Und diese Platte, wenn ihr die so hinsetzt wie in der Bauanleitung, dann kriegt ihr das gar nicht mit dieser leichten Neigung da drauf gesetzt, weil die mit den Steinen hier unten kollidiert. Das heißt, ich habe sie versetzt. Ich habe auch ein paar Mal darum gemacht, bis es überhaupt funktioniert hat. Weil das Ganze einfach, ja, es sind nur zwei Pins, wo das alles befestigt ist. Und es ist einfach sehr liedschäftig. Und wenn ihr ständig dran rumfummelt, weil euch ständig was abfällt und ihr dadurch nicht weiterbauen könnt, irgendwann nervt's. Also man hätte das Ganze, vielleicht hätte man auf ein paar Details verzichten müssen oder man hätte sich andere Bautechniken überlegen müssen. Dass es einfach besser hält beim Aufbau. Wenn es da mal dran ist und ihr das Ding dann irgendwie durch die Gegend zieht oder was auch immer, kein Problem, hält. Ja. Aber bis es dann mal dran ist, das dauert einfach ein bisschen. So, nächster Punkt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, entweder ist es mein Fehler gewesen oder vielleicht kann ich die Bauanleitung nicht lesen. Aber diese kleinen Teile hier an der Seite, die hier, sehen ja ganz schick aus. Ihr baut da immer so eine Einheit und dann setzt ihr die an das Schiff dran. Das macht ihr überall. Das macht ihr hier, das macht ihr hier, das macht ihr hier und das macht ihr da oben. Und vielleicht könnt ihr es erkennen, die hier zeigen in die andere Richtung, während die in die Richtung zeigen.
Ist ja nicht schlimm, kann man ja wieder ändern, ne? Aber nach der Bauanleitung hatte ich am Ende alle irgendwie eine verschiedene Richtung. Und ich habe es dann nochmal überprüft. Ich weiß nicht warum. Ich habe dann den Großteil so gesetzt, dass es einheitlich ist. Also ich glaube, dass hier die Anleitung einfach nochmal, da hätte man ein bisschen genauer drüber schauen müssen. So, dann kommen wir zum letzten Punkt. Was ich nicht verbaut habe, sind die Seile, die hier drüber gehen und auch hier vorne an dem Segel. Liegt einfach nur daran, dass ich da einfach keine Lust habe, weil dieses Modell, das steht jetzt einmal hier da, danach wird es abgebaut. Dafür wollte ich die Seile nicht hinmachen oder aufmachen. Aber bei diesen Segeln hier vorne, die Segel sehen übrigens sehr cool aus, aber aufpassen, die reißen leicht ein. Bei diesen zwei hier vorne ist es so, das untere wird hier befestigt und dann sollte es mit einem Seil und einem Knoten hier befestigt werden. Ihr seht, ich habe es da vorne reingehängt und es hängt immer noch durch. Gleiches Spiel bei dem oberen. Das sollte gar nicht hier befestigt werden, sondern eine Etage tiefer. Und auch hier mit einem Stückchen Seil, hier vorne dran gebunden. Auch hier. Das ist nicht auf Spannung. Also entweder sind die Segel zu groß, oder, was ihr natürlich machen könnt, ihr könntet mit diesem Mast in der Theorie noch ein Stückchen runtergehen. So, aber nur in der Theorie. Weil wenn ihr in der Praxis da jetzt anfangt rumzufummeln, dann fällt euch das Ganze ab. Das sind nämlich nur, auch hier wieder alles nur an einem Pin befestigt. Also ich glaube, sie sind ein bisschen zu groß, nicht arg viel. Wie gesagt, man könnte es hier runterdrücken und könnte es mit dem Seil befestigen. Wenn ich mir aber überlege, dass der hier eigentlich noch eins tiefer sollte, dann wäre das hier fast im 180-Grad-Winkel, also eben mit dem Schiff, was nicht gut aussieht und was ich mir auch nicht vorstellen kann, was zumindest nirgends zu sehen ist, was so sein soll. Das sind so die Punkte, wo mich bei dem Schiff gestört hat. Es ist ja bei Moltking öfters so, dass ihr Sachen aufbaut und ihr denkt, das ist ein bisschen wackelig, aber es hält am Ende bombig. Wie gesagt, an sich hält es auch, aber auch dieser Teil hier vorne ist wie dieser Teil hier hinten. Ihr habt ganz oft die Teile wieder in der Hand, weil einfach die Befestigung ja nicht ordentlich durchdacht worden ist. Optisch Hammer, wirklich super hinbekommen. Aber von der Befestigung ist es nichts für Anfänger, meiner Meinung nach, nichts als Einsteiger, weil ihr da doch ein, zwei Mal um die Ecke denken müsst. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den kann ich euch jetzt am Modell nicht direkt zeigen. Aber nur, dass ihr es wisst, ich zeige es euch in der Anleitung. Hier ist ein Fenster verbaut. Also quasi hier unter dem Mast, da sollte man reingehen können. Es ist das Fenster gemacht, ist am Ende wahrscheinlich irgendein Durchgang. Und hier sind Stufen. So, einfach um hier oben hinzubekommen. Behaltet das im Kopf. Jetzt gehen wir auf die Anleitung. Und zwar auf Seite 72. Da beginnt der Bauabschnitt Nummer 6. So, Moment. Seite 72, Bauabschnitt Nummer 6 beginnt. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. So, und da baut ihr quasi die Treppe für die Stufen. Das sind die hier. Und nach der Anleitung werden die quasi von der Seitenwand des Schiffes drei Stück reinversetzt. Sieht man hier. Wenn ihr das Ganze macht, werdet ihr als allererstes feststellen, so, also hier reinversetzt, ihr werdet als allererstes feststellen, es kollidiert mit diesen Kanonen, mit diesen kleinen Kanonen. Kriegt ihr beides nicht zusammen ordentlich hin. Wenn ihr dann weiterblättet, dann baut ihr das Fenster ein, dann baut ihr die Treppenstufe ein und dann fangt ihr an, so, dann fangt ihr an, diese Platten auf die Treppe draufzusetzen. Und dann stellt ihr fest, zwei Seiten später, hey, das passt überhaupt nicht, komme ich nicht hin. Also geht ihr nochmal zurück. Ihr probiert und macht und blättert ihr ein paar Seiten weiter. Ist die Position von dieser Treppenstufe auf einmal ganz woanders. Also ihr merkt, da hat sich einfach ein Fehler eingeschlichen.
Aber der kostet euch ein bisschen Zeit, weil ihr einfach erst später nach der Anleitung her seht, hey, da sitzt es ja ganz woanders. Ja? Ist ein bisschen schade. Ist ein großes Modell. Hätte man, also es ist nicht so riesig, aber es ist groß, man hätte es überprüfen können. Vielleicht zeige ich euch jetzt nochmal so eine Kanone, weil die waren ein ganz schönes Gefummel, muss ich sagen. So. Die sind ohne Funktion, die kleinen. Jetzt schieben wir es nochmal beiseite. Wir schieben sie noch her. Die sind ohne Funktion. Aber man hat sich die Mühe gemacht. Man hat Räder angedeutet. Ja, hier diese Seitenbleche. Und die halten halt auch nur auf einem Pin an so einer Modified Blade. Ihr bleibt öfters beim Bau hängen. Ihr werdet die öfters neu machen. Beziehungsweise diese Seitenteile mit den Rädern werdet ihr öfters drauf machen müssen. Aber gut, so ist es. Wie gesagt, wunderschönes Set. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich werde euch gleich mit rausnehmen. Da steht das kleine Planschbecken. Und ich würde sagen, dann probieren wir mal aus, ob der fliegende Holländer zufälligerweise schwimmen kann. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, also allein bei dem Transport hier hoch hat das Ding schon mehr Anstalten gemacht wie die Titanic. Also werden wir jetzt mal schauen. Auch wenn es sehr, ich glaube, offensichtlich ist, was damit passiert. So, dann schauen wir mal, ob ihr das Ganze auch gleich gut erkennen könnt. Einmal Schiff zu Wasser lassen, bitte. So. Und, jawohl, wie gedacht, ja, der fliegende Holländer macht die Fliege. Wird gleich runtergehen. Ich meine, im Film fährt er auch unter Wasser, schippert er da rum, aber hoch kommt er nicht mehr. So, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute.